So, noch ein Stückchen zurück und herzlich willkommen zu Ihrer neuen Show, Bau den Manta AGTE, das legendäre Sportcoupé. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Bastelhannes. Mein Gott, habe ich heute einen Frosch gefrühstückt oder einen Frosch, ja. No. Klatsch. Einen Clown gefrühstückt. Wir schauen mal wieder rein. Das könnte diesmal wieder ein bisschen länger werden. Und wir haben einen Wagenheber dabei. Wir haben eine Lasche, wo Werkzeug oder der Ersatzreifen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwas wird da befestigt. Und wieder ein bisschen Geschichte. Farbenpalette. Oh, wäre schon ein schönes Auto, sowas nochmal so zu haben irgendwie. Und vielleicht ein bisschen dran rumbasteln. Wäre doch mal was anderes, sage ich jetzt mal. Und das ist dann in den nächsten Ausgaben. Und zwar ist das der Autositz. Und zwar die Sitzfläche, würde ich mal sagen. Ja. Wir packen erstmal wieder aus. Dann haben wir hier den hinteren Abdeckboden. Eine Spindel haben wir dabei. Eine Aufnahme. Ein Betätigungshebel, eine Bodenplatte, einen Schaft, Gurtschnalle und Haltegurt. Aha, das ist also alles mit dabei. Na, dann wollen wir doch auch mal reingucken, ob das auch wirklich mit dabei ist. Erstmal wieder die Schräubels. Hier haben wir das, hier haben wir, schade, Plastik und, könnt ihr das vielleicht sehen? Die Farbe geht ab, also glitzert. Dann haben wir hier diese Platte. Ich gebe das mal jetzt aus. Hier, wo das jetzt so abgeht. Geht voll ab, das Ganze. Da eher nicht. Diese Verpackung können wir jetzt in die Tonne treten. Und wir blättern um. Wir nehmen euch so an der Spinde. Und zwar erstmal kommt mal wieder ein Stück ran hier. Wir brauchen das Teil, wir brauchen das Teil, das Teil. Und dieses Teil. Ja, so sahen damals die Wagenheber aus. Und zwar fuddeln wir jetzt dieses Teil hier oben rein. Ja, ist wie bei jetzt, wenn ich hier Fasching wäre, ist nicht bald jetzt auch wieder noch Rosenmontag oder irgendwie so ein Krempel. Ich weiß es nicht. Da ich hier in der Nähe von 7 Kilometer von Berlin in Brandenburg hier wohne, haben wir sowas nicht. Dann kommt dieses Teil hier oben durch
Und das kommt da rauf. Und das Teil kommt jetzt hier reingesteckt. Okay. Ich dachte eigentlich, das würde sich noch ein bisschen bewegen, aber tut's nicht. Also müssen wir gucken, dass wir das einigermaßen gerade reinkriegen. Also, einen Reifen können wir zumindest jetzt schon mal wechseln. Dann kommen wir jetzt erstmal dazu. Ich muss mir erstmal ganz kurz die Hände sauber machen, liebe Leute. Wenn das jetzt an dieser schwarzen Bodenplatte dann zu haben. Und zwar haben wir dieses hier, eine AP-Schraube. Ich sagte AP. Hier haben wir noch so einen Wagenheber. Wagenheber hatten wir gerade. Das ist der Schraubenschlüssel. Eine AP-Schraube. Das sieht nicht aus wie eine AP-Schraube. Okay. Hallo, was ist das für eine Schraube? Oder das ist eine kürzere AP-Schraube, die hier reinkommt. Mal jetzt kurz gucken hier. CM. Das ist. Die ist abgebrochen, das ist eine AP. Schraube, nur die ist abgebrochen. Okay, ja, ich glaube, wir haben davon schon so ein, zwei. Wir brauchen jetzt dieses Teil hier. Darauf achten, man hat jetzt hier das Teil hier einmal nach unten und einmal, wir sollen es jetzt so nach oben machen, dass der Winkel oben ist. So sehe ich das hier zumindest. Dann kommt hier diese Lasche hier hin und hier kommt Schlaufe hier rein. Auch so ein altes und gelbes Zeug hier. Well. Hallo, drin bleiben. So. So. Eine AP-Schraube. So, so sieht's aus. Jetzt haben wir. Brauchen wir diese wozu brauchen wir denn die HM-Schrauben? Waren die überhaupt hier mit bei? Oder habe ich das jetzt alles durcheinander gebracht? Nö, HM-Schrauben. AP. Ach, die HM. Ja, alles klar. Immer eins nach dem anderen, liebe Leute. Eins nach dem anderen. Und zwar
kommt jetzt dieses Teil hier rauf mit zwei AP-Schrauben. Ist das so richtig? Das ist so ein bisschen nach hinten. Wo sind jetzt meine AP-Schrauben? Zumindest hat der Kampf mit den Tüten aufgehört, dank eines meines Sammeln, Ausspucken, Sortieren und nochmal von vorne. Dank eines von meinen Abonnenten, der mir diesen Tipp gegeben hat, diese Tüten einfach so aufzuschieben. Seitdem klappt es auch mit den Tüten, aber dafür klappt es jetzt mit den Verpackungen nicht so gut. Kann ja auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, ne? Irgendwas ist immer. Halt, stopp, umgekehrt, oder? Nee, wartet mal, Leute. Wartet mal. Der muss dann oben sein. Nee, so schon richtig rum. Ach, Menno. Und noch eins. Was los hier, Leute? Was los hier? Tja, ganz ruhig bleiben, Braune, ganz ruhig. So. Das sag mal an hier. Was ist denn das jetzt für ein Mist. Was stimmt denn mit dir nicht, Heil, ey?
Okay. Ich hab's doch falsch rumgemacht. Ich hab's doch falsch und dann kann das ja auch nicht passen. Leute, Leute, Leute. Der Bastelhannes wieder. Oh Mann, 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 Mann. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich sollte aufhören. Ja, Baufehler passieren. Hat er mich schon gewundert, warum der so komisch da. Wow, wow, jetzt geht's los. Ah, schön das Schild von dem Mann da umgeschmissen. Nein, nicht so rum, Leute. Sondern so rum. Dann passt es doch besser, denke ich mal. So, jetzt. Kläffen erstmal meine Hunde wieder. Warum auch immer. Kläffer. Naja, das ist aber auch nicht sehr viel besser. Das ist ja nicht so einfach hier. Ich sehe doch kein Luschlu. So, haben wir es trotzdem hingekriegt. Du Wand, du. Wie ist die nicht so, wie ich sie eigentlich haben wollen würde? Aber naja. Und jetzt kommt das Ganze hier hinten rein. Und dann wird das mit den CM-Schrauben festgezucht oder geschraubt. 1, 2, 3, 4. Jetzt. Okay. War das doch eine HM-Schraube? Da vorhin weggeschmissen habe, kann er ja nicht, ja genau, nicht aufgemacht, ja. Die waren ja hier bei gewesen. Na, sag mal, also irgendwie ist die letzte Folge nicht gerade die. Es sind ja nur drei Schrauben, drei HM-Schrauben, die HM-Schrauben, ich brauche CM-Schrauben, wo sind denn jetzt die CM-Schrauben? Das sind nur HM-Schrauben. Ich brauche doch gar keine HM-Schrauben, oh. Was ist denn hier los? So Leute, jetzt muss ich erstmal auf Suche gehen, wo die. Wo meine Schrauben sind. Ich bin gleich wieder da. So liebe Leute, alles geklärt. Und zwar die eine Schraube, die ich vorhin gefunden habe. Das war nicht keine abgebrochene. Das ist eine CM-Schraube. So. Erstmal dazu. Dann war die Tüte mit den CM-Schrauben natürlich im Mülleimer. Dann brauche ich, weil ich ja auch noch HM habe, und zwar müsste ich für den hinteren Teil CM nehmen.
zwei Stück und für den vorderen Teil zwei HM-Schrauben. Jetzt haben wir das Dilemma aufgelöst und jetzt wissen wir, was wir wo hinschrauben müssen. So. Zwei HM und los geht das Gewitter. So, liebe Leute, oh, jetzt ist das doch wieder alles verschwommen. Was ist denn hier heute los, ey? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die CM-Schrauben. Der Akku ist jetzt auch fast leer. Und die letzte Folge ist ein bisschen schief gelaufen. Ich versuche das jetzt noch abzumoderieren und dann hoffe ich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, trotz des ganzen chaotischen. Und das war dann die Ausgabe 19 und für diesen Monat auch der Manta. Hey, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis denn dann, euer Waslandes. Ciao, ciao.